Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum ersten Social-Media-Kongress für das Friseurhandwerk. Mein Name ist Doris Ortlieb, ich bin die Geschäftsführerin des Landesinnungsverbandes des Bayerischen Friseurhandwerks. Der Landesinnungsverband, das ist Ihnen sicherlich bekannt, ist Mitveranstalter der Haare 2011 und im Rahmen der Haare bieten wir eben erstmals diesen Kongress zum Thema Social Media an. Ja, warum beschäftigen wir uns als Landesinnungsverband der Friseure mit dem Thema Social Media? Ist das überhaupt ein Thema fürs Friseurhandwerk? Wie kommen wir auf dieses Thema? Es hat sicherlich auch ein bisschen was mit meiner Person zunächst einmal zu tun. Es hat damit zu tun, dass ich in knapp einem Monat Geburtstag habe, meinen dritten Geburtstag, meinen dritten Twitter-Geburtstag. Am 7. November 2008 saß ich abends mit meinem Mann Matthias Lange, der nachher die Veranstaltung moderieren wird, zu Hause am Esstisch und er hat wieder mal an seinem Computer gespielt. Ich sage, was machst du denn da? Ja, ich twitter. Twitter, was ist denn das? Kenne ich nicht. Ja, geh auf Twitter, komm, melde dich an. Habe ich prompt gemacht und ich habe eigentlich was ganz Neues entdeckt mit diesem Twitter. Es ist die erste Plattform für mich gewesen, das erste soziale Netzwerk gewesen, mit dem ich mich intensiver beschäftigt habe. Ich habe seit dem 7. November 2008 ungefähr 20.000 sogenannte Tweets abgesetzt, der Welt also erzählt, was ich gerade so tue, mich mit Leuten unterhalten, die ich vorher nie gesehen habe, manche von diesen Leuten dann getroffen und einfach eine ganz faszinierende neue Welt entdeckt. Nach Twitter kam für mich dann auch irgendwann Facebook mit dazu und einige andere Netzwerke. Und dann kommt irgendwann ja auch mal die Frage, wenn ich das Ganze privat nutze, kann ich das vielleicht auch beruflich nutzen. Das heißt, auf dem privaten Twitter-Account folgte natürlich auch der Twitter-Account für den Landesinnungsverband, es folgte der Twitter-Account für diese Veranstaltung, für die Haare, es folgte die Facebook-Seite für den Verband, es folgte die Facebook-Seite für die Haare und dann natürlich irgendwann auch die Frage, was machen Friseure, was machen Friseurunternehmer in sozialen Netzwerken? Der Blick geht nach links, der Blick geht nach rechts. Und ich habe entdeckt, da gibt es viele interessante Menschen, viele interessante Konzepte. Es gibt einige, die sehr früh auf diesen Zug soziale Netzwerke aufgesprungen sind. Und damit war der Gedanke geboren, das Ganze doch einfach auch mal im Rahmen eines Kongresses hier bei der Haare aufzugreifen. Und ich freue mich, dass die Personen, die ich dann angesprochen habe, sie sitzen jetzt hier in der ersten Reihe und Matthias Lange wird sie der Reihe nach dann auch vorstellen, einfach ganz spontan zugesagt haben, ja, wir kommen gerne nach Nürnberg und wir lassen uns mal von den Kollegen ein wenig in die Karten schauen, was wir da so machen in Facebook, was wir so machen in Twitter, was man mit Apps anstellen kann und freuen Sie sich, mit mir, freuen Sie sich mit uns auf einen spannenden Nachmittag zum Thema Social Media im Friseurhandwerk. Viel Vergnügen. Wir kommen